Herzlich willkommen zur 23. Etappe vom Sternenstaub-Adventskalender aus Dilbrecht. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland zur Krippe unterwegs gewesen. Jetzt verlassen wir mit ihnen die Krippe wieder und wir gehen mit ihnen nicht den Weg zurück, den sie gekommen sind. Denn sie schlagen einen neuen Weg ein. Und das ist so typisch für Begegnungen mit Jesus. Wenn wir Jesus begegnen, dann zeigt er uns den Weg und das bedeutet einen anderen Weg, als wir uns selbst denken würden. Das ist also Programm bei Jesus, wenn er uns der Weg ist und uns den Weg zeigt. Denn er verändert unsere Herzen und unser Denken. Unsere Herzen und Denken verändern sich in der Begegnung mit ihm. Ja, und nun haben wir Menschen ja die gute Eigenschaft, Pläne zu schmieden. Aber wie ist das dann mit dem Plan B? Woran erkennen wir, dass der bisherige Plan nicht mehr aufgeht, dass wir einen neuen Plan brauchen, dass wir unsere Pfade verlassen müssen, dass wir neue Trampelpfade anlegen müssen im unbekannten Terrain? Naja, wir können beten, auf sein Wort hören, uns leiten lassen und denken, manchmal eben auch out of the box, wie das so schön neudeutsch heißt, unsere alten Schubladen mal zumachen, eine neue aufmachen. Ja, und so ist es an uns, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes zu rechnen, mit seiner Führung und Leitung. Seine Führung und Leitung, die kann Gott uns zuteil werden lassen, eben auch durch Engel, so wie in der biblischen Weihnachtsgeschichte. Sie sind ja Botschafter Gottes. Und die Weisen, so lesen wir, sind im Traum zu der Überzeugung gelangt, dass sie einen anderen Weg einschlagen sollen. Träume sind ja nichts, was wir uns bewusst ausdenken können. Sie sind natürlich Spiegelbild unseres Tageslebens. Aber auch im Traum können Engel auftauchen und unsere Realität beeinflussen. Im Traum kann Gott durch seinen Heiligen Geist zu uns sprechen. Und so können Träume zu einem Geschenk werden. Im Traum können wir also einer anderen Wirklichkeit begegnen, der Wirklichkeit Gottes. Träume können Botschaften sein aus der Ebene, die wir nicht in unserem Bewusstsein auf dem Schirm haben. Wenn Gott etwas Neues starten will, dann nutzt er seinen Heiligen Geist und vielleicht auch diese Sprache der Träume, um unser Innerstes zu berühren. Es können aber auch Träume sein, die er uns ins Herz legt. Wovon träumst du als Gemeinde? Meine Idealform von Gemeinde ist eine fröhliche Gemeinde, wo wir die Liebe gerne weitergeben und uns in Liebe begegnen. Ist, wie ich weiß, leichter gesagt als getan. Aber es ist möglich. Träume allerdings haben es in unserer Gesellschaft schwer. Denn wir meinen ja, wir wären so rational in unserer westlichen Welt. Aber die großen Dinge beginnen oftmals mit einem Traum. Und ein so ein Träumer war der Otto Lilienthal. Er dachte das Unmögliche. Er hatte diesen Traum zu fliegen und begann mit seinen Flugversuchen im nahezu unbewohnten Havelland westlich von Berlin. Und so wurde der Gallenberg bei Stölln zur Wiege der modernen Fliegerei. Lilienthal hat diese Liebe mit seinem Leben bezahlt, hat selbstgebaute Prototypen ausprobiert. Aber er hat damit eine Tür in die Zukunft aufgestoßen, die niemand wieder zumachen konnte. Und so zeigt sich in diesem Pioniergeist auch eine gewisse Form von Traum. Ein Traum von einer neuen Möglichkeit. Und diese neuen Möglichkeiten, die, ja, wollen wir auch in den Blick nehmen in unserer Kirchengemeinde in Dilbrecht. Vielleicht mit dem Dorfcafé, vielleicht mit den Alpha-Kursen, wie auch immer. Die Gestalt der Kirche, die
wollen wir gestalten lassen von dem besten Gestalter, nämlich von dem Heiligen Geist, dem schöpferischen Geist Gottes. Und da ist also Raum, Fehler zu machen. Da ist auch Raum, sich zu verletzen und wieder zu vergeben und daraus zu lernen. Da ist Raum, auszuprobieren und zurückzublicken und manches auch wieder mal hinter sich zu lassen, sich eben persönlich, aber auch als Gemeinde weiterzuentwickeln. Denn so ist das mit den ausgetretenen Pfaden, manche führen nicht weiter. Und dann merken wir es, auf diesem oder jenem Pfad, da gibt es kein Zurück mehr. Der hilft uns nicht weiter. Denn Gott will, wie die Weisen aus dem Morgenland, auch mit uns, immer wieder den Aufbruch wagen ins Unbekannte. Uns vor Gefahr bewahren, uns segnen. Und so wollen wir unsere Herzen öffnen für die Möglichkeiten des Heiligen Geistes, uns persönlich und uns als Gemeinde zu führen und zu leiten auf einem neuen Weg, so wie auch diese Weisen aus dem Morgenland. Einen fröhlichen Advent!